Ja, also nochmal herzlich willkommen zu dieser Runde heute Abend, Übungsrunde, die ich gerne mit Ihnen zusammen durchführe. Es dreht sich ja darum, dass wir nicht Wände einrennen wollen, wie wir es ungefähr bezeichnet haben bei unserer Einladung, aber doch uns auseinandersetzen wollen. In welchem Lebensgefühl bewegen wir uns, wenn wir uns im Raume erleben? Sagen wir hier in diesem Raume oder wir gehen hier durch die Altstadt hindurch, andere Räumlichkeiten tun sich auf oder wir gehen in einen Tannenwald und die Sonnenstrahlen kommen durch, die Bäume um uns herum, ein ganz anderer Raum. Also wir gehen durch Räume hindurch und erleben uns immer im Raum. Was ist der Raum? Haben Sie sich mal Gedanken darüber gemacht? Was ist das Raum? Schüler wissen das ganz gut, denn sie wollen es jedes Wochenende durchbrechen, nicht? Indem man endlich dem Raum sich entwinden kann und dann nimmt man irgendeine Droge und raus ist man aus dem Raum und hat ganz andere Erlebnisse. Oder man geht zum Cannstatter Wasen bei der Kirmes und dann gibt es Bungee Jumping und dann klettert man rauf auf das Sprungbrett, wird angeseilt und muss jetzt den Mut haben, runterzuspringen und unten sich wieder hochreißen zu lassen. Also man springt runter, am Tiefpunkt wird der Leib von der gummiartigen Schnur wieder hochgezogen, aber der Geist, die Seele ist noch unten, macht die Bewegung nicht so schnell mit und kommt der Leib oben an. Was passiert jetzt? Gerade wieder ist er angekommen, wo oben der Leib ist, und der Leib reißt wieder runter. Und die Seele bleibt wieder oben. Und so geht das hin und her. Und eine Dame mit 40er, die das mal sich zugetraut hatte, sagte dann hinterher, ah, eines weiß ich jetzt. Ich bin ewig. Ja, sie hat sich außerkörperlich erlebt. Nun ist so ein Vergnügen, was auch junge Menschen gerne machen, ist so ein Vergnügen nicht gerade tauglich, oder dass, wenn man Drogen nimmt, um durch die Woche gerne zu gehen. Nicht? Dann geht man durch die Woche und freut sich aufs nächste Wochenende. Gibt es einen Weg, der tauglich ist, um etwas Fruchtbares einstrahlen, einleuchten zu lassen in den Alltag der Woche? Gehen wir mal weiter. Der Raum. Was ist der Raum? Sie sind in diesem Raum, Sie gehen zu einem Wasserfall, ganz verschiedene Räume. Aber jeder Raum hat ein Ende. Ist das alles? Ist der Raum, den ich berühren kann, das Ende oder gibt es dahinter noch etwas? Ja, gut, dann sagt jemand, dann mach doch die Tür auf, dann siehst du, was dahinter ist. Aber dann ist ja wieder Raum, wieder ein anderer Raum. Ich kann in meiner Vorstellung Raumbilder haben, verschiedenster Art, vom Wasserfall, vom Wald, von einer Kirche, von Chartres oder von einem Keller mit dunklen Räumen, wo ich nur tastend mich durchbewegen kann. Da erlebe ich durch den Tastsinn, es ist Raum, da ist ein Ende. Ich habe viele Raumvorstellungen
Und doch kann ich bei jedem dieser Vorstellungen sagen, es ist Raum. Was ist der Unterschied zwischen den Vorstellungsbildern von Räumlichkeiten und von dem, dass ich durchweg von einer Vorstellung zur anderen sagen kann, es ist Raum. Raum ist Begriff. Die Bilder, die diesen Raumbegriff füllen, die bekomme ich durch meine Sinne. Woher bekomme ich jetzt den Begriff? Hol ich den aus den Dingen heraus, dann würden wir mit Hegel sagen, ja, das Wesen, das erfasse ich vom Baum, wenn ich ihn anschaue. Er sagt Kant, nein, dem bleibe ich gegenüber. Vom Baum erfahre ich gar nichts. Und all den Nachfolgern von Kant. Das sind zwei Lager. Der eine sagt, der Begriff Baum ist die Wirklichkeit des Baumes, so wie ich den Begriff Baum in mir erfasse. Und der andere sagt, nein, es gibt nur das, was ich mit den Augen sehe, und das andere ist eine Illusion, die aus meiner Subjektivität nur hinzugefügt wird. Und Platon sagt was ganz anderes. Platon sagt, ein Kind, das zum ersten Mal vor einem Baum stehend von den Eltern erfährt, Baum, kommt zu einem anderen Baum, schaut hinauf und sagt, Baum. Woher nimmt das Kind die Befähigung, zu dem vollständig anderen Baum, Baum zu sagen? Das kann nicht vom Baum herkommen, denn das ist ein völlig anderes. Eine ist vielleicht eine Pappel und das andere ist eine Birke. Kann man nicht vergleichen. Aber das Kind fügt hinzu Baum. Einmal gehört, wird etwas hereingeholt in das Kind, das es immer aus sich heraus wiederfinden muss zu den äußeren Phänomenen, die die Sinne bringen. Also sagt Platon, diesen Begriff und jeden Begriff bringt der Mensch mit in das Leben hinein. Es ist ein Beweis der Existenz vor der Geburt, aus der man mit hereinbringt in das Leben die Fähigkeit, zu der Sinneswelt die Begriffe hinzuzufügen. Jetzt ist die Frage, wer bringt denn die Begriffe zu den Sinneserfahrungen? Wer ist das? Das eine sind die Vorstellungen, die von den Sinnen ernährt werden. Das andere sind die Begriffe, die ich aus meiner Geistigkeit hinzufüge. Und wer macht es? Ich. Und der, achten Sie mal drauf, wenn Sie durch den Alltag gehen, ist es der, der das macht, der im Bewusstsein aufleuchtet, wenn ich koche, wenn ich staubsauge, wenn ich meine Amtsarbeiten abarbeite, wenn ich als Handwerker irgendeine Arbeit verrichte? Ich nehme die Dinge wahr, habe sofort den Begriff und weiß, was ich tun muss. Wie viel taucht da etwas auf von dem, der ich bin? Oder lasse ich einen Automatismus zu? Lasse ich mein Pflichtgefühl wirken, dass das jetzt getan wird, wo ich immerzu das Sinnenfällige und die Begrifflichkeit zusammenbringen muss? Merke ich im Alltag den, der das leistet? Kleiner Nebenblick auf ein ganz anderes Feld, wo wir uns dieselbe Frage stellen können.
was geschieht, wenn ich wische? Auf dem Smartphone, auf dem Tablet. Was passiert da mit unseren, mit dem, der Fähigkeit, Begriffe zur Wahrnehmung hinzuzufügen? Was passiert da? Das würde ich am liebsten zu den Oberstufenklassen als Frage stellen. Was passiert, wenn ich mein Smartphone vorhole und dann zu surfen anfange in der Weltgeschichte? Wie viel von Begrifflichkeit füge ich zu dem Wahrgenommenen? Geht fast alles verloren. Ich füge fast nichts mehr an Begrifflichkeit hinzu. Und in demselben Maße geht der verloren, der das zu leisten hätte. Ich bin. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Die Vorstellungen, zu denen wir die Begriffe fügen, sind aus der Sinneswelt geliehen und sind, vermitteln das Gefühl der Endlichkeit. Und das Gefühl der Endlichkeit geht durch unseren ganzen Alltag hindurch. Aber der, der die Begriffe hervorholt und findet, ich möchte Ihnen gerade einen Versuch machen, vorführen, dann werden Sie sehen, an sich selber entdecken, was da passiert. Na, da ist es. So, Sie sind, vielleicht kann man das hinten auch ein bisschen erkennen, aber das macht gar nichts, wenn Sie es nicht erkennen. Schauen Sie, was habe ich hier? Jetzt haben Sie durch die Sinne etwas Vorstellbares. Was könnte das sein? Ah ja, Korkenzieher, Anstecker, noch etwas. Sollen wir das Geheimnis lüften? Natürlich, machen wir das. Ein Brieföffner. Ne? Was passiert jetzt auf einmal? Aha. Merken Sie, jetzt haben Sie gesucht. Sie haben den Begriff gesucht. Merken Sie, da war eine kleine Anstrengung da. Das war eine kleine Willensbewegung. Was könnte das doch sein? Den richtigen Begriff zu dem, was ich sehe, zu finden. Und diese Anstrengung, wer leistet sie? Wer leistet diese Anstrengung? Brauchen wir nicht beantworten. Das weiß jeder. Und den, der diese Anstrengung vollbringt, den wollen wir jetzt ins Visier nehmen. Und zwar Folgendes. Es gibt ja diese sogenannten 6 Nebenübungen. Und diese 6 Nebenübungen hatte Rudolf Steiner gegeben, um das Herzchakra auszubilden. Er hat den 8-gliedrigen Pfad gegeben, um das Kehlkopfchakra auszubilden. Und dann geht es so weiter, Übungen für die Magengrube, ein Übungskanon für das Sonnengeflecht, wo Steiner da 2 Ebenen draus macht. Manche fügen das zu einem zusammen. Und diese Übungen sind so angelegt. Jetzt haben wir hier den Menschen, das Haupt. Jetzt haben wir hier ein Chakra, Kehlkopf. Dann haben wir hier ein Chakra, das Herz. Dann die Magengrube, Sonnengeflecht. Und beim Wurzelchakra, da sagt Steiner, diese Energien, die sind so hoch, so gewaltig, dass der Mensch noch nicht in der Lage, an die heranzukommen. Man muss langsam von oben nach unten die Chakren entwickeln. Und wie macht er das? So unsensationell, wie es nur irgend geht. Man muss sich anstrengen, um
in der Seele eine Disziplin zustande zu kriegen, die einen gewachsen macht den Kräften gegenüber, denen man dann begegnet. Und dieses Kehlkopfchakra hatte in uralten Zeiten 8 Blütenblätter oder Speichen oder wie man es nennen möchte. Dann 6 hatte das Herz, 5 hatte die Magengrube, 3 hatte der Solarplexus. Und keimhaft waren immer schon andere mit dabei, aber noch nicht entfaltet. Das waren zuerst die 8. Und hier waren sie 6. Und dann so weiter. Und jetzt haben diese alten Blätter in sich, diese Blüten, keimhaft weitere 8 gehabt, die noch nie entwickelt waren. Von denen aber Zarathustra 5.000 bis 6.000 vor Christus schon hingewiesen hat, einmal werden diese Blütenblätter zu entwickeln sein. Dann nämlich, wenn der sieghafteste aller Heilande und die anderen, seine Apostel, die Welt vorwärts bringen werden. Im Yash 19, Kapitel 19, im Avesta, könnt ihr es genau nachlesen, da heißt es, die mächtige, die königliche Verheißung tragende Sonnenäther-Aura, die Gottgeschaffene, verehren wir im Gebet, die übergehen wird auf den sieghaftesten der Heilande und die anderen seine Apostel. 1800 Jahre vor Christus niedergeschrieben, aber lange, lange, Jahrtausende davor schon gesprochen, die Welt vorwärts bringt, die sie überwinden lässt, Alter und Tod, Verwesung und Fäulnis, die ihr verhilft zu ewigem Leben, zu ewigem Gedeihen. Jetzt kommt's. Und zu freiem Willen. Was das ist, sehen wir gleich. Wenn die Toten wieder auferstehen, wenn der lebende Überwinder des Todes kommt und die Welt durch den Willen vorwärts gebracht wird. Stellen Sie sich mal vor, die Welt durch den Willen vorwärts gebracht wird. Das heißt, Willensblätter sind hier zu entfalten und das greift genau Steiner auf. Durch den Willen sind die Chakren wieder neu zu beleben und dann kommen eben wieder 8 dazu, macht zusammen 16. Denn die neuen Blätter, Keimlinge, die zu Blättern entfaltet werden, die nehmen dann die alten Blätter mit, gehen wir einen anderen Weg, einen östlichen Weg. Sagen wir, auch im Zen-Buddhismus, der wirklich sehr zu achten ist. Hohe Disziplin wird verlangt, aber dennoch, es führt zu einer kosmischen Weitung, in der die alten 8 Blätter führen und die neuen sind nicht dabei. Das heißt, ich werde geführt nach außen zu einem kosmischen Erleben unter Umständen. Nicht jeder gleich, aber bin nicht erkenntnisfähig. Ich werde geführt, aber ich kann mich nicht führen. Und das ist der Unterschied zu dem, was heute dran ist. Ich muss bei jedem Schritt, den ich in die geistige Welt gehe, führen lernen, mich selbst führen lernen und dadurch in der Lage sein, Wesenheiten mitzuführen in der Selbstführung. Also es werden hier 16 Blätter und hier kommen 6 Blätter dazu. Und an das erste Blatt gehen wir heute und morgen gehen wir an die weiteren heran, sodass wir dann diesen ganzen Zyklus der Ausbildung des Herzchakras so entwickeln werden, dass wir am Herzen erkennen werden, dass dieses ganze Herz mit all seinen Geweben Modell ist für die esoterische Entwicklung des Herzens. Bis in die letzten Gewebe hinein werden wir das morgen dann verfolgen können.
anhand der Übungen. Wir werden die Übungen durchgehen und dann anhand der Dynamik der Übungen erkennen, dass das Herz nicht anders gestaltet sein kann, als wie es ist. Also wir haben dann hier 12 Blätter und stellen Sie sich vor, Sie kommen nach Straßburg, kommen ins Münster und Sie stehen vor dem Münster und sehen da eine wunderschöne Rosette. Und wenn Sie anfangen, mal die Blätter zu zählen, dann haben Sie 16 Blätter. Und alles andere ist dann Mauer. Und dann kommen Sie innen rein und schauen zur selben Wand jetzt von innen. Da sehen Sie Licht durchleuchten durch diese 16 Blätter. Und darunter sehen Sie auch ein Chakra, 12 Blätter. Aber das war der Kirche dann doch zu viel. Dann haben sie es von außen zugemauert und man sieht nur noch von innen, dass hier tatsächlich das Herzchakra unter dem Kehlkopfchakra angebaut war. Also man hatte in alter Zeit wirklich ein fundamentales Wissen von dem, was spirituelle Entwicklung ist. Genauso solche Zusammenhänge können Sie in der langobardischen Kunst in Maderno am Gardasee exakt wiederfinden. Die 2 Blätter der Stirn, 16 Blätter des Kehlkopfes, darunter dann die 12 Blätter des Herzens und dann 10 Blätter der Magengrube. Exakt, es kann nicht besser sein, nicht genauer. Also die Weisheit ist uralt. Steiner hat es so formuliert, dass wir es in den Alltag einbinden können. Und das ist das Kostbare. Jetzt gehen wir mal an die erste der 6 hier. Zu dieser sagt Steiner, nehmen Sie einen einfachen Gedankenzusammenhang, einen Sachverhalt, der so schlicht ist, dass er ohne jede emotionale Beteiligung zu Ende gedacht werden kann, von Anfang bis zum Ende. Also es soll einfach sein. Wenn Sie Napoleon, das Thema Napoleon nehmen würden, dann wäre das schon zu interessant und die Gemütsbewegungen würden sich dann dranketten. Das soll nicht sein. Nein, sachlicher, äußerlicher Ablauf, äußerlicher Zusammenhang, der in jedem Moment überprüfbar ist, sachlich überprüfbar. Der Inhalt soll keine Bedeutung haben. Ist das Anthroposophie? Für den Fall ja. Und zwar, warum das Ganze? Diese Übung, so wie ich es jetzt gerade nenne, hat Rudolf Steiner 2 Jahre nachgeliefert, nach der Herausgabe von Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten. Er hat es nachgeliefert, weil er sah, es braucht noch mehr Anleitung. Was er in dem Buch Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten geschrieben hat, das wurde noch nicht genügend ergriffen. Also hat er ein kleines Schriftchen über die 6 Nebenübungen und den 8-gliedrigen Pfad noch nachgeliefert, genauer ausgeführt, dass man was damit machen kann. Nicht, dass man es in den Alltag einbinden kann. Also, da sagt er in diesem Zusammenhang mit der ersten der 6 Nebenübungen der Gedankenkontrolle, sachlich so einfach nehmen, dass die Aufmerksamkeit, jetzt achten Sie bitte, dass die Aufmerksamkeit nicht auf den Inhalt gelenkt wird, sondern auf die Kraft der Konzentration. Das machen wir jetzt. Stellen Sie sich vor, eine Übung, wer das schon mit mir gemacht hat, umso besser. Wenn es 1000 Mal gemacht hat, wird man immer schlauer dran. Was für Handlungsabläufe sind zu denken, um eine Kerze anzuzünden? Streichholzschachtel ergreifen? Die Kerze holen? Der Gedankenablauf, der soll ruhig so 2 bis 5 Minuten dauern können. Nicht? Jetzt machen wir es mal kürzer, das Verfahren, damit wir heute noch nicht noch um 12 Uhr da sitzen. Also, die Kerze steht schon da, auf einem Kerzenhalter, dass das Wachs nicht runterfließt auf die Tischdecke.
So, denn dann kommt, es wird spannend, denn dann kommt eine Ehekrach rein. Nicht? Hasse keine, das darf nicht sein. Also keine Emotion dazu, sondern die Kerze steht da, schon auf dem Kerzenständer. Das Streichholz wird aus der Schachtel entnommen, zuallererst. Dann ist da die Kerze, wird angezündet und nachher wird die Streichholz ausgeblasen und in ein Schälchen abgelegt. Bitte nicht in das Streichholzkästchen wieder zurücktun, weil das auch wieder einen emotionalen Effekt haben kann, weil es einen Ehekrach gibt. Wer hat wieder ein verkohltes Streichholz in die Schachtel getan? Also, der Ablauf wird festgelegt. Jetzt. Erste Vorstellung, auf dem Tisch liegt die Streichholzschachtel, schon bereitet. Zweite Vorstellung, mit der linken Hand, zwischen Daumen und den anderen Fingern, ergreife ich die Schachtel. Mit dem rechten Zeigefinger schiebe ich das Schubfach auf, vielleicht von hinten, oder von vorne nach hinten, kann jeder machen, wie er will. Dann, ich hole mit Daumen und Zeigefinger ein Streichholz heraus. Nichts falsch, nicht? Sachlich nachvollziehbar. Dann schiebe ich vielleicht mit dem Mittelfinger das Schubfach wieder zu. Führe den Streichholzkopf an die Reibfläche. Und hoffentlich wird durch ein Reiben auf der Fläche jetzt das Streichholz entflammt. Ich sehe vor mir das Streichholz mit der Flamme und führe dieses Streichholz zum Kerzendocht hin. Warte so lange, bis die Flamme größer wird. Dann kann ich vermuten, dass der Docht die Flamme ergriffen hat. Führe das Streichholz weg. Jetzt habe ich zwei Flammen, vom Kerzendocht und vom Streichholz. Führe jetzt das Streichholz zum Mund und blase die Flamme aus. Sehe den Rauch davonziehen und lege dieses verkohlte Streichholz in die Schale. Müsst ihr es wiederholen? Nein, jetzt machen wir es mal so. Ich gebe Ihnen jetzt eine Minute. Und bitte gehen Sie mal durch in dieser Minute Vorstellung zu Vorstellung, wie Sie es gerade greifen können. Und achten darauf, dass die Vorstellungen auch ganz konkret sind. Von A bis Z. Das ist der Einstieg, die Ouvertüre zu der ersten der sechs Nebenübungen. Also, ja. Bis dahin, egal wie weit Sie gekommen sind. War es anstrengend? Ging es? Ja, nicht? Wer jetzt noch daran müde wird, wird nachher nicht mehr müde. Das garantiere ich. Sonst kriegen Sie einen Einstiegspreis zurück. Was machte Mühe dabei? Haben Sie sich zwischendurch überlegt, bin ich bald fertig?
Nee? Sie können es halten? Toll. Sehr gut. Auch die Jugend? Ja, also. Jetzt machen wir es noch einmal. Aber jetzt achten Sie darauf, dass die letzte Vorstellung noch genauso dynamisch und konkret ist wie die erste. Also, ist deutlich? Jetzt noch mal eine Minute. Also ich weiß ja? nicht, ob ich das gerne. Bildhaft machen. Ja, natürlich. Nee, machen Sie es bildhaft, vom Bild zu Bild, dass ganz konkret geschaufelt wird. Ja. Bis dahin. Jetzt werden schon einige wacher. Es ist so, das gehört sich so. Das kenne ich von mir. Es kommt auf eines an. Schauen Sie, wir haben hier die erste Vorstellung. Sagen wir mal, wir ergreifen die Streichholzschachtel. Dann haben wir eine zweite Vorstellung. Ich öffne das Schubfach. Mit dem entsprechenden Finger, wie ich es wähle. Ich habe eine dritte Vorstellung. Ich hole mit Daumen und Zeigefinger ein Streichholz heraus. Dann kommt das Reiben und Entflammen des Streichholzes und so weiter und so weiter und so weiter. Das heißt, landen bei jeder sinneshaften Vorstellung. Aber dann muss ich mich erlösen, um zur zweiten zu kommen. Und dieses Lösen zu der zweiten Vorstellung, um das zu erreichen, muss ein Entschluss kommen. Jetzt will ich mich loslösen. Und wie mache ich das, dass die Vorstellung nicht weiter dran klebt? Ich muss ja zur zweiten kommen. Wie mache ich das? Das Loslösen. Rudolf Steiner sagt, und da habe ich 25 Jahre gebraucht, bis ich eine Formulierung bei ihm nicht überlesen habe. Also das hätte ich wirklich früher haben können. Der sachliche Inhalt soll so einfach wie möglich sein, damit die Aufmerksamkeit nicht mehr auf die Inhalte, sondern auf die Kraft der Konzentration gelenkt wird. Jetzt haben wir es. Wir fangen gerade an, es zu haben. Hier, wir müssen jetzt einen Schluss fassen. Es braucht eine Kraft, einen Willen, wie gerade gesagt wurde. Einen Willen, die Brücke zu schlagen zur zweiten Vorstellung. Haben Sie gespürt, dass diese Brücke ein Ereignis für sich ist, neben den Vorstellungsinhalten, zwischen den Vorstellungsinhalten? Es ist Zwischenraum, der jetzt betreten wird. Und auf den kommt es jetzt an. Jetzt machen wir einen weiteren Schritt der Übung. Ich sagte mir damals, jetzt vor 30 Jahren oder mehr, dass du das immer überlesen hast, jetzt streng dich an, es nachzuholen, was du versäumt hast. Dann nimmst du dir den Augenblick, wo die Kraft der Konzentration Inhalt der Aufmerksamkeit werden soll, das nimmst du jetzt außerordentlich gedehnt. Und habe mir gesagt, gut, dann nehme ich mal den Zwischenraum 2 Minuten lang.
Halte ihn einfach 2 Minuten. Bleibe aber aktiv im Suchen der zweiten Vorstellung. Jetzt muss man sich austricksen. Ich weiß doch schon längst, was die zweite Vorstellung ist. Und ich verbiete mir, sie schon aus der Tasche zu holen. Ich verbiete es mir, weil ich jetzt die Aufmerksamkeit auf den Zwischenraum lenke zwischen den Vorstellungen. Das heißt, ich schaue auf den Zwischenraum. Und was ist der Zwischenraum? Da werden wir gleich Beobachtungen machen. Wie man das missverstehen kann. Wir nehmen uns 2 Minuten. Vorstellung 1, Sie wissen, ich ergreife die Streichholzschachtel. Vorstellung 2, ich öffne das Schubfach der Streichholzschachtel. Jetzt nehmen wir das erste, dann erlauben wir uns mal 10 Sekunden, noch nicht 2 Minuten, aber 10 Sekunden, diesen Bogen, diesen Zwischenraum als Tätiger zu halten. Als Tätiger des Suchens, des Verbindens. Es ist nichts anderes als assoziatives Verbinden. Aber dieses Verbinden als Aktivität, halten, halten, halten. Nehmen Sie die erste Vorstellung. Wenn Sie es ganz konkret haben. Sie können schon mal rüberspicken zur zweiten, auch wenn Sie es gleich fallen lassen, was es werden soll. Und jetzt wieder zur ersten. Und jetzt lösen Sie sich von der ersten Vorstellung und beobachten, wie Sie sich lösen, das Loslösen beobachten als Tätigkeit. Sie werden frei. Durch das Beobachten der Tätigkeit verdämmert der Vorstellungsinhalt. Und Sie schauen auf die Tätigkeit und halten es weiter und jetzt erlauben Sie sich, die zweite Vorstellung dazu zu holen, zu landen. Bis dahin. Wie ging das? Anstrengend. Ist doch schön. Ist das nicht toll? Ja, es muss anstrengend sein, aber haben Sie gespürt, dass da etwas im Kopf entsteht? Ein Druck. Bravo. Genau das ist es. Ein Druck entsteht, wenn man sich anstrengt. Nochmal. 10 Sekunden. Die erste Vorstellung. Und jetzt loslösen und beobachten diese Tätigkeit des Loslösens. Ich bin ja selbst aktiv. Ich löse mich von der Vorstellung und bin tätig Suchender. Halte es mit der Flamme des Willens. Und erlaube mir jetzt wieder bei der zweiten Vorstellung zu landen, kurz auszuruhen. War es nochmal ein zweiter Entschluss, wieder zu landen? Aber jetzt kommt es darauf an, dass diese Lehre erfüllt ist mit Willenskraft, Denkwille. Und wenn es am Anfang noch leer erscheint, macht gar nichts, denn die Wiederholung lässt es langsam wachsen. Es gibt so viele Wege, wo man sagt, wenn ich in die geistige Welt gehe, muss ich den Verstand auslöschen und packt zusammen in ein Schmutzpaket Vorstellungsinhalte und Verstandestätigkeit, die keine richtige ist. Ein Murks. Und das muss raus. Und mit dem Fühlen muss ich jetzt eins werden. Ich umarme den Baum und lass mir vom Baum meinem Fühlen erzählen, was er mir sagen will. Nicht? Das kann man alles lesen in einem Buch.
Und dann wird von Anthroposophen viel frequentiert, diese Seminare. Und dann kommt man wieder zu sich danach, und jetzt hat der Baum mir was erzählt. Und jetzt hole ich den Verstand wieder her und der soll interpretieren, was mein Fühlen erfahren hat. Aber der hat ja gar nichts mitgekriegt. Was will der jetzt interpretieren? Der kann nur auf altbackenes Zeug zugreifen, um das zu interpretieren, was entweder mein eigenes unterbewusstes Sehnen mir darauf produziert hat oder vielleicht ein Phänomen von draußen. Ich kann es nicht unterscheiden, weil ich meinen Verstand verloren hatte in der Zeit. Also wir müssen die Denkkraft immer, immer, immer mitführend haben. Das Koloss, dieser Heiler auf Zypern, sagte in dem ersten Vortrag, Pfingsten 1990, den ich mitgekriegt hatte mit meiner Frau, bei jedem Schritt in die geistige Welt, nimm das Denken mit, geht keinen Schritt weiter, als das Denken euch führt. Er hat nicht gesagt, sonst werdet ihr verführt, aber das ist logisch. Nicht? Also diese Denkkraft auf das, was jetzt die ersten Schwierigkeiten bereitet, auf die kommt es an. Und zwar, Schwierigkeiten möchte ich gar nicht sagen, sondern das sind großartige Erstentdeckungen. Sie haben vorhin vom Druck gesprochen. Sie haben sicher einige einen Druck gespürt, gell? Warum entsteht dieser Druck? Weil der Schädel diese Willensfrequenz nicht gewöhnt ist. Diesen Willensaufwand, den Denkwillen, haben wir nicht im Alltag. Das ist der nicht gewöhnt. Das hat er zum ersten Mal erfahren und begrüßt es mit einem Druck. Und im Laufe, das kann sogar ein Kopfschmerz werden. Macht gar nichts. Vorübergehend. Weil bis das Gehirn diese Kraft des Denkwillens angenommen hat und durchpassieren lässt ins Weltganze. Also diese Verbindung von Vorstellung zu Vorstellung, das wird jetzt unser zentrales Thema. Und zwar, ich muss jetzt hier schauen auf den Denkwillen. Wir machen es gleich wieder, aber etwas erweitert. Ich muss jetzt schauen auf den Denkwillen. Ich mache hier ein Kreuzchen, schaue auf den Denkwillen. Jetzt schicke ich da ein bisschen Willensflamme rein. Und dieser Gehirnschädel, der kriegt das mit und sagt, es drückt. Zuerst, später nicht mehr. Und jetzt gehen wir weiter. Ist der Übergang deutlich? Machen wir es nochmal. Erste und zweite, soll uns genügen. Die erste Vorstellung, ich nehme Streichholzschachtel in die Hand. Die zweite, ich öffne das Schubfach. Und dann dazwischen der Abgrund. Der Abgrund, nein, Aufgrund. Es geht nach oben. Tätig bleiben beim Loslösen und beim Suchen, als würden sie eine Mathematikaufgabe rechnen, so tätig sein. Ständig weiter, weiter halten. Weiter halten. Und noch etwas, weiter. Und nochmal, weiter. Und dann zum Abschluss kommen. Wir nehmen jetzt mal Vorstellung 1. Und die Vorstellung 2. Und haben jetzt diesen Bogen, der zunächst einen Druck ausübt. Der Druck ist nur eine Wirkung dieser Kraft, aber es ist nicht die Kraft. Und die Kraft, die diesen Druck auslöst, auf die kommt es an.
Und die wächst und wächst und wächst. Wenn sie es hinkriegen, das kann mit 90 noch anfangen, das ist egal, völlig egal. Und dann jeden Tag einmal, 2 Minuten ist wirklich nicht viel für den, das ist kein Raub für den Tag, sondern ein Geschenk für den Tag. Da wird alles viel bedeutender. Also da drauf schauen, auf dieses hier drauf schauen. Womit schauen Sie denn hier auf diese Denkbewegung? Das Denken schaut dem Denken zu. Das ist die Ausnahmesituation, die es sonst nirgends gibt, außer im Denken. Dass eine Tätigkeit, die selbst hervorgebracht wird, aus derselben Kraft beobachtet wird. Das heißt hier, der das macht, ich denke, und als ich, der ich denke, beobachte das Denken. Das Denken, das auf der Tastatur des Gehirnes spielt. Das heißt, hier in der Hirnmasse, auf der Tastatur der Hirnmasse, bewege ich mein Denken, wie der Klavierspieler die Tastatur des Klavieres bedient. So bedient das Denken die Tastatur des Gehirnes. Und jetzt, wo muss ich den ansiedeln, der sich selber zuschaut? Der ist leibfrei. Also, der siedelt sich dort an, wo der Bischof seine Mütze hat. Und das Zentrum ist unter der Bischofsmütze. Vielleicht ist es noch eine alte Weisheit, dass diese Mütze so drauf ist. Die Nofretete ist ja mehrfach dargestellt mit einem großen Hinterhaupt. Das zeigt noch dieses große Ätherhaupt, in dem das Zentrum ist für das Denken. Für dieses übersinnliche Denken, leibfreie Denken, ist ja in Ägypten auch schon erübt worden. So, und dieses leibfreie Denken löst unser Ätherhaupt mit diesem Üben heraus und wir fangen an, unser gehirngebundenes Denken zu beobachten. Machen wir das. Achten wir jetzt mal drauf, dass die Tätigkeit von Vorstellung 1 zu Vorstellung 2 nicht nur hervorgerufen wird, sondern zugleich beobachtet wird. Also das höhere Denken wird Beobachter, wird sensorisch, wird Sinnesorgan. Wofür, sehen wir gleich. Also, Vorstellung 1, Vorstellung 2. Haben wir es konkret? Jetzt wird es leichter fallen, zu lösen und da ganz aktiv zu sein. Und halten Sie es, diese Aktivität. Große, große Beweglichkeit im Gehirn, die Sie führen. Flammender Wille, Denkwille. Nicht nachlassen, weiterhalten. Und dann ankommen bei der zweiten. Besser. Diesmal bin ich abgeschweift. Wunderbar. Auch das muss man. Ja. Doch, ist das nicht schön, wenn ich sage, ich bin abgeschweift, dass man entdeckt hat, dass man abgeschweift ist? Das ist doch viel wichtiger, als wenn man durch den Alltag wie normal durchgeht und sowas nicht entdeckt. Und wenn ich es mal früher 2 Wochen nicht gemacht habe, dann habe ich mir gesagt, du machst dir nie selbst Vorwürfe, sondern du freust dich, dass du es entdeckt hast, dass du es vergessen hast. Denn dann kann man wieder weitergehen, weitermachen. Also immer progressiv bleiben.
Ja, also, ich fange an. Ja, nochmal. Schauen Sie, haben Sie bemerkt, dass Sie der als Beobachter etwas an einem anderen Ort tätig werden, als wo Sie das Denken flammend hervorbringen? Machen wir es noch einmal. Ja, ist wertvoll. Also, Vorstellung 1. Lösen. Und in diesem losgelösten Zustand hochaktiv bleiben. Und jetzt diese Kraft, die ich auf der Tastatur des Gehirns entfalte, beobachten aus einer höheren Warte. Gleichzeitig. Und beobachten kann ich nur, was ich hier hervorbringe. Ich beobachte den Denkwillen. Und kommen wieder zurück. Der hier hirnfrei denkt, wird ja Beobachter. Das heißt, wird sensorisch, ist auf der einen Seite aktiver Denkwille, aber beobachtend. Das heißt, ein Aktivum wird auch ein passives zugleich, aber ein entgegennehmendes, ein wahrnehmendes. Und was hier wahrgenommen wird, ist Denkkraft. Und können Sie sich vorstellen, dass diese Denkkraft eines Tages sich erweitert? Das Auge ist gebildet nach Gesetzen des Lichtes, um Licht zu schauen. Dieses Sinnesorgan, aus der Kraft des Denkens gebildet, ist dazu gebildet, Kräfte zu schauen. So wie das Licht, das Auge Licht schaut, kann dieses Auge dann Kräfte schauen. Und so kommt man dahin, dass man auch die Kräfte in der Umwelt, im ganzen Umkreis beobachten lernt. Und das ist das Erwachen im Äther. Denn Denkkraft ist Äther. Aristoteles sagte, die Kraft des Denkens ist Leben. Oder Äther, das ist dasselbe. Die Kraft des Denkens ist Leben. Das heißt, wenn ich die Kraft des Denkens beobachte mit dem Denken selbst, beobachte ich Leben. Und die Lebenskräfte, die fängt man an zu beobachten. Und das ist der Weg, den Rudolf Steiner bezeichnet als der Weg der Intuition. Es ist nicht die Imagination, es ist ein anderer Weg. Und die Intuition ist der Weg, wo ich eben anfange, das zu erüben, was in der Philosophie der Freiheit, als die Idee der Freiheit entwickelt wurde und als Übungselement in dem Übungskanon der 6 Nebenübungen enthalten ist, die Denkkontrollübung. Und das ist diese Übung. Ich mache hier mich mit meinem Denken fähig, im Äther zu erwachen, im Äther zu beobachten, im Äther zu erkennen. Und da gibt es keine Wand. Was ich Ihnen vorher im Präludium genannt hatte, was mir Daskolos, dieser Heiler auf Zypern, nannte, ich solle die Denkkraft, die leere Denkkraft, das ist diese, die soll ich einem Menschen zuwenden und dann die Leber, die Kenntnis der Leber hinzufügen, dann kann ich dessen Ätherleber beobachten. Nicht? Dann kann man dichter werden, dann kann es bis zur physischen Erscheinung gehen, man kann etwas weitergehen, dann kommt man zum seelischen Einwirken dazu. Und es ist eine Vielfalt, die sich jetzt eröffnet. Und aus der heraus haben wir auch eine Äthertechnik entwickelt,
eine Äthertechnik, wo wir das, was Hauschka dargestellt hat, mit dem Nachweis der Substanzneubildungen, dass wir das täglich in Hülle und Fülle vorführen können. Ich lade Sie alle herzlich ein, mal nach Frickingen zu kommen, wo wir eine Halle haben, in der wir diese Äthertechnik entwickelt haben, mit hohen Türmen aus verschiedensten Substanzen. 10 Meter hohe Türme. Sie müssen es mal, ach, Sie werden sicher mal kommen. Nehmen Sie, laden Sie den Bus voll und kommen Sie. Machen eine Sonderführung. Und Bodensee ist überhaupt schön. Ja, also wir haben, und das ist jetzt mir das Wichtigste, und das führt uns erstmal zum Abschluss. Wir haben in diesem Ich, jenes Ich, nicht das, was wir vorhin so angestrengt haben, aber auch, wo es uns ganz helle auf einer Ebene werden konnte, vor allem beim letzten Teil. Da haben wir es mit dem Ich zu tun, das auch durch die Nacht geht. Da haben wir es mit dem Ich zu tun, das vor der Geburt existierte und das nach dem Tod weiter existiert. Wir haben es mit dem Ich zu tun, mit dem wir sagen können, ich bin. Nur an der Stelle können wir dieses Wort in seinem Sinngehalt zum Erlebnis bringen und zur Erfahrung bringen. Ich bin als ein Tropfen von jenem großen, gewaltigen, durch Universen leuchtenden, voll Liebeslicht durchdringend. Ich bin, der ich bin. Dieses, was wir da ergattern in so einem kurzen Moment am Tag, führt uns dahin, dass wir erfahren, mit wem wir Sohn des großen Gewaltigen sind. Wir sprechen zwar sehr gut auswendig, Vater unser, das hat Christus uns gegeben und er sprach es selbst. Und wir sprechen zu dem Vater Gott, wir Vater unser, haben wir Sohnesschaft. Wenn wir dieses Ich immer mehr aufleuchten lassen und dieses Ich-Sein in den Alltag hineinleuchten lassen, schaut mal, wie das Fühlen sich verwandelt, wie das Denken sich verändert, was wir anders unser Handeln ausrichten in die Umwelt. Als ganzer Mensch werden neu gerichtet, richten wir uns neu aus dieser Quelle. Wir haben im letzten Jahrhundert sehr viel Fehler gemacht im Reich der Anthroposophie. Wir haben so viele Vorträge zur Kenntnis genommen und wenig erkennend durchbewegt. Und auf das kam Steiner an, dass wir gar nicht die Inhalte so wichtig nehmen, dass wir sie gedächtnismäßig abrufen können, sondern dass wir uns mitbewegen lassen, durch die ganzen Satzbewegungen, Gedankenbewegungen in eine These hinein, in eine Antithese hinein, dann in eine Synthese hinein. Fortwährend macht man da ein Durchschwimmen in seinem Fühlen, Empfinden, in seinem Denken. Und wenn man da hineintaucht, dann, sagte er, dann kommt man zur Imagination. Dieser Weg hier ist der Weg zur Intuition, hat er genauso gegeben. Man kann auch hier einsteigen. Dann kommt man zwar nicht zu den wunderbaren, farbigen Leuchten der imaginativen Bilder, bewegten, farbigen Bilder, sondern man kommt erlebnismäßig zu ärmlichen, zunächst mehr Tasterlebnissen. Man erlebt gar nicht so viel zuerst, aber doch merkt man, man kommt in eine Welt der Kräfte hinein, die in der Imagination nicht enthalten sind. Das sind noch keine Kräfte, sondern es sind Farbenfluten und Formen. Aber diese Kräfte, die kommen erst dann, wenn es heißt, denn dein ist das Reich. Das ist die Imaginationsebene. Und dann erst kommt und die Kraft,
Da kommen wir in die Ebene der Inspiration. Und die in Vollgültigkeit, im Einssein, in Herrlichkeit, nicht? In Ewigkeit. Also das ist dann die Intuitionsebene. Wir gehen mit dem Vater unser, werden letzten drei Zeilen immer durch diese drei Ebenen hinauf. Imagination, Inspiration, Intuition. Und Intuition führt allmählich zur Theose, Einssein mit der göttlichen Welt. Und das bis in jeden Stein hinein. Und das ist dasjenige, was uns befähigt wird, wozu wir befähigt werden, wenn wir diesen Punkt über dem Haupt immer mehr mit einer Treue Tag für Tag weiterentwickeln, zum Zentrum werden lassen für unser außerkörperliches Sein. Mit diesem Sein wird es auch möglich, eine neue Ebene der Globalisierung zu erwecken, dass wir rund um die Erde herum präsent sein können, überall da, wo wir helfen können, gebraucht werden. Das ist die Ebene, wo wir leibfrei in der Welt Mitwirkende werden können. Und darauf kommt es an. Rudolf Steiner legte größten Wert darauf, dass die Ärzte, wenn ein Patient hereinkommt, sofort, wenn der Patient bis zum Stuhl geht, den ganzen Organismus erfasst hat, nach den Verhältnissen von Wärmesinn, Wärmeäther, Lichtäther, chemischem Äther und Lebensäther durch alle Organe hindurch. Und wenn der Patient sitzt, ist die Diagnose schon gefallen. Und in dieser Diagnose ist schon ein Therapeutikum darin enthalten. Das waren Dinge, die Ärzte zu Steiners Zeit sehr, sehr ernst genommen haben und einige sehr weit gekommen sind. Und wir können es heute auch wieder machen. Da ist nie ein Hemmnis da, es zu tun, außer der Wille fehlt. Also wir können mit diesem Ich erfassen, was da gemeint ist. Warum sagte Rudolf Steiner einmal persönlich, auf die erste der sechs Nebenübungen kommt es an. Die erste der sechs Nebenübungen wird die wichtigste Übung der nächsten Jahrhunderte sein. Zwei Gründe. Das eine: Es ist ja zur Ausbildung des Ätherherzens. Das Ätherherz begann sich vom Menschen zu lösen, ich glaube, es war 1721, aber in den 20er Jahren, 1721. Ein neues Ätherherz bildet sich heran und wird abgeschlossen sein, wenn wir das Jahr 2100 geschrieben haben werden. Und diese Ausbildung des neuen Ätherherzens vollzieht sich nach Maßgabe der spirituellen Entwicklung des Menschen. Also da kann man verstehen, warum diese sechs Nebenübungen uns gegeben sind. Und diese, die erste, wird schon von ungeheurer Wichtigkeit sein. Und wenn man nur dieser sein Leben lang Treue behält, dann wird man merken, dass man für alle anderen Übungen schon ein Vorfeld bereitet hat. Erkennen, wissen Sie, verstehen, aus diesem Ansatz heraus, den wir heute durchgegangen sind, ist etwas anderes als zu kennen. Nicht die Inhalte vom Streichholzschachtel bis zum Ablegen des Streichholzes, das sind die Kenntnisse. Aber der dazwischen sich bewegt, von Vorstellung zu Vorstellung, das ist der Erkennende. Und dann hatte Rudolf Steiner einmal einem Menschen was aufgeschrieben. Da lässt ein Zwiegespräch zwischen Christus und dem Menschen. Steiner konnte ja unglaublich nüchtern diese Dinge angehen. Und er lässt Christus zum Menschen sprechen. Ich bin Erkenntnis in dir. Nicht Kenntnis. Ich bin Erkenntnis in dir. Der Mensch versteht und sagt, du bist Erkenntnis in mir. Jetzt sagt Christus, die Allwissenheit, die in mir wohnt, tut die Werke. Das versteht der Mensch nicht. Sagt, dass ich die Kraft erkennen möge.
Dann sagt Christus, schweig stille. Und erkenne, dass ich die Kraft in dir bin. Es ist keine Macht in den Persönlichkeiten. Es ist keine Macht in den Umständen. Es ist allein die Kraft, die ich in dir bin. Jetzt versteht der Mensch. Und jetzt kann er ein Gebet sprechen, wo er das tief bis in seinen physischen Leib hinunter verwirklicht, was ihm da offenbar geworden ist. Wenn Sie jetzt Nahtoderlebnisse, Nahtoderfahrungen studieren, lesen Sie Ritchie, Rückkehr von morgen. Dann kommen Sie an dieses Erleben heran oder leben Sie von diesem Tom Sawyer, nicht dem von Mark Twain, sondern ein konkreter Hilfsarbeiter aus Rochester in Flensburger Heften Nummer 52. Da können Sie wunderbar dieses Nahtoderlebnis lesen und Sie kommen an individuellen Erfahrungen zu demselben Thema, zu dem wir auch durch das Übungselement herankommen können. Wenn der Mensch, ich zitiere Steiner, wenn der Mensch das Denken zu denken beginnt, wird ihm Christus sich unmittelbar offenbaren. Und damit wollen wir abschließen. Jetzt weiß ich nicht, wie viel Zeit wir überzogen haben. Also noch sind wir in der Zeit. Ja, und wenn noch ein paar Fragen sind, geht das noch? Ja. Vielleicht kannst du das von eben Alexander. Ja, eben Alexander ist auch so etwas, ein Neurochirurg aus Amerika, normale Schulwissenschaft, der in klinisch toten Zustand kam und jetzt auf einmal ein neues Weltbild erfährt. Er kann alles erfassen in dem klinisch toten Zustand, was um ihn herum ist. Er kann alles erfassen und steigt auf zu ungeheuren Höhen. Das kann man sehr empfehlen, eben Alexander. Sie können sich merken, Alexander der Große ist sein Nachname, Alexander und eben, es ist ebenso, nicht? So kann sich es merken. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Das heißt dann, Blick in die Ewigkeit. Danke, schön, Blick in die Ewigkeit. Und da gibt es viele, es gibt Millionen von Menschen, die das Nahtoderlebnis hatten. Und wenn man das einmal erlebt hat, dass man aus allem Schlamassel, den man gelebt hat, auftauchen darf in der Sphäre, in der man das Einswerden mit Christus erleben darf. Können Sie sich vorstellen? Das ist der Wille, den wir heute anfänglich bemüht haben und jetzt universell, flammend, leuchtend, durch Universen hindurch, da gibt es keine Grenze. Und ich selbst bin dann Teil dessen und weiß jetzt, wer ich wirklich bin. Und dann schaue ich hinunter auf das Leben, auf das gelebte Leben und sehe die Abweichungen von dem, was ich gelebt habe bisher, zu dem, der ich jetzt einen Moment sein darf. Mancher sagt dann, oh, da gehe ich doch nicht mehr runter. Und andere sagen, jetzt aber nichts wie runter, um da aufzuräumen. Und letzteres ist schon gar nicht schlecht. Ja, das hat auch mancher getan. Ja? Ich wollte nur fragen, diese ständige oben, also wenn da ja dieser Druck auftaucht, wenn ich das mit dem Denken spiele, hat das nicht erstmal eine Beziehung zu der zweitwettrigen Locus Plumi hier oben? Wird sich entwickeln. Das wird sich dabei entwickeln. Nur nicht zu viel Aufmerksamkeit am Anfang darauf lenken, weil der Nachklang ist wichtig zuerst, den beschreibt Rudolf Steiner dann ganz genau in dem Buch. Und das kann ich Ihnen sehr ans Herz legen. Ich schreibe es mal hierher. Anweisungen
zu einer, jetzt schreibe ich hier unten weiter, esoterischen Schulung. Und da ist es das erste Kapitel. Gleich das erste Kapitel. Da muss man wissen, ich weiß immer nicht die GA-Nummer, dass ich einen Titel weiß, das ist schon viel. Da gibt es eine ganze Sammlung von esoterischen Stunden. Da sind sogenannte Hauptübungen drin, da gibt es auch Nebenübungen drin. Und das wird missverstanden. Da meint man ja, die Nebenübungen seien mehr nebensächlich. Auf die Hauptübungen kommt es an. Das sind Atemübungen damit verbunden bei den Hauptübungen. Und da sagte eben Steiner, das haben wir von Bert von Keyserling erfahren, der ja Steiner noch begegnet war, von diesen Hauptübungen, sagte Steiner, die sind nicht mehr dran. Jetzt sind es die anderen, wie erlangt man Erkenntnis der höheren Welt zum Ausdruck gebracht hat, die sind jetzt dran. Der Willensweg, nicht der Atemweg. Und dieser Willensweg, der wird eben in diesem Buch beschrieben, in den Nebenübungen. Und Nebenübungen heißen sie deshalb, weil sie neben aller Menschheitsentwicklung immer Gültigkeit haben. Bis wir es nicht mehr lassen können. Und dann brauchen wir auch nicht mehr in Ferien fahren, dann ist die Frische immer da mit diesem Tätigkeitselement. Also es ist billiger als lauter... Schon gut. Ja. Ja. Also ich kann Ihnen viel Glück beim Stolpern wünschen mit solchen Übungen durch den Tag, aber wissen Sie, Sie dürfen ja keinen Abend eine Rückschau versäumen, nicht, dass man rückwärts durch den Tag geht. Was Sie da machen, nehmen Sie dem Gebanntsein in der Nacht weg. Nehmen Sie der Fesselung nach dem Tode weg. Weil Sie da willentlich schon etwas vorweggreifen, was sowieso sonst nach dem Einschlafen oder nach dem Tode kommt. Dieses selber Panorama-Rückschauen, wo man sich auch als äußerlich ganz von außen sieht und wie ein Film rückwärts von Abend bis zum Morgen noch einmal vorbei, an der Seele vorbeiziehen lässt. Das sagte uns die Frau Dr. Lies Röschel im Seminar, von dem ich vorhin sprach am Anfang. Nicht wahr? Und das ist ja selbstverständlich, so sprach sie immer. Das ist doch selbstverständlich, dass Sie keinen Abend das versäumen, bis zum Ende Ihres Lebens. Ja, das haben wir uns sehr zu Herzen genommen. Also das, und wenn, machen Sie es nicht im Liegen, machen Sie es im Stehen. Bevor Sie ins Bett gehen, bitte stehen bleiben. Sie dürfen sich an einem Stuhl festhalten oder sowas, aber bleiben Sie stehen und gehen Sie zwischen 2 und 5 Minuten zurück. Wenn Sie sehr erschöpft sind, können Sie es auch so machen, dass Sie die Hauptportionen des Tagesablaufs kurz vor sich hinstellen, so, und die gehen Sie jetzt rückwärts zurück. Aber lassen Sie es nicht aus. Und dann schließen Sie noch etwas an, was Ihnen persönliches Anliegen ist. Zur Meditation, Vorbereitung für die Nacht. Sehr, sehr zu empfehlen ist, am Abend einzuschlafen, aber wach bleiben. Das heißt, die Ausdehnung der Seele beobachten, solange es geht. Und irgendwann hört es auf und dann schläft man. Damit wird schon ein wenig Verbindung des Individuellen mit dem Geschehen in der Nacht vorbereitet. Am Morgen umgekehrt. Sie wachen auf, dann sagen Sie sich, nee, so wache ich nicht auf. Jetzt gehe ich nochmal zurück in Schlaf. Ich will es, aber bleib dabei wach. Ich gehe in dieses Dunkelbewusstsein, Finsternisbewusstsein nochmal zurück. Und in dem entschließe ich mich, jetzt wache ich auf. Und jetzt wache ich ganz anders auf. Versuche das bis in die Füße runterzukriegen. Ja, und dann läuft der Tag anders. So bin ich selbst zum Wächter zwischen Tag und Nacht. Und dabei wachen wir immer mehr auf in das, was wir sonst immer verschlafen. Wir wachen immer mehr auf in die Nacht hinein.
der Wille, der in unseren Handlungen lebt, den verschlafen wir, den kriegen wir nicht mit. Aber da fangen wir an, aufzuwachen, im Schlaf. Und irgendwann verändert sich auch der Schlaf. Dann merkt man auf einmal, da passiert ja unheimlich viel. Ja. Aber jetzt müsst ihr sie zum Schlaf schicken, damit sie es noch heute nicht vergessen, heute Abend, was zu machen.